Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland bei Brogan's Legacy, 10 Jahre alt, 40% Whiskey Base Nummer 22866. Man merkt, da ist fünfstellig, nicht sechsstellig, das ist alt. Also P.G. Brogan. Das ist Patrick Brogan, hat damals sich spezialisiert auf Irish Cream. Und jetzt hat er selbst Fässern ausgesucht, 10 Jahre alte, dreifach destillierte Irish Whiskey ausgesucht, also Bushmills. Und hat das dann hauptsächlich nach Amerika und ein bisschen kam nach Deutschland. Da sind jetzt hier Bourbon- und Sherry-Fässern darunter gemixt. Martin, vielen Dank für diesen Sample, den ich abgekauft habe. 85 € habe ich gefunden für die Flasche online. Also keine Ahnung, was du bezahlt hast. Aber ich werde das hier verkosten. Die Flasche sieht nett aus. Ich mache einfach ein Video, weil ich das da mir diesen Sample besorgt habe. Sonst hätte ich wahrscheinlich das nicht gemacht. Aber wer weiß, wer weiß. Legacy, also jemand, deine, was heißt das auf Deutsch nochmal? Legacy, deine, nicht deine Erbe, sondern deine Vermächtnis. Also das ist Brogans Vermächtnis. So, 10 Jahre alt. Oh, ein bisschen könnte man sagen, das ist Bushmills. Also, was ich tun werde, ist, ich werde einfach mal einen Vergleich machen, wie immer. Wir haben hier mit Jack Ryan Whiskey Finishers. Das ist eine 10 Jahre alte, allerdings in Calvados-Fässer nachgereift. Also, Calvados ist Apfelbrandwein, wenn man so genau will. Und, erstens mache ich das ganz bewusst, diese Flasche, weil ich nach etwas gesucht habe, was eine Irish 10 Jahre alte Whisky ist. Und zweitens, weil ich eine Flaschenteilung damit gemacht habe, dass es ganz neu auf den Markt kam und man merkt, also ich habe noch viel. Ich habe noch keine eigene Whisky-Video dazu gedreht. Da steht ganz ehrlich gesagt Bottle Number 948 darauf. Interessant. 10 Jahre alt Chateau de Boyle. And finish in Calvados Casks, Product of Ireland. Okay, warum nicht? Ich habe ein paar Sachen mit Jack Ryan, die ich irgendwann mal machen werde. Auch da schon Geschenke, die schon in kleine Sampleflaschen fast 2 Jahre da drüben schon warten. Oh, sorry. irgendwann. Also immer wieder meine Ausreden hier, irgendwann. So, wir kommen hier rüber ein bisschen. Also, das ist schon irgendwie interessant. Und nun kommen wir hier zu unserer Jack Ryan. Unsere, wie heißt das ganz genau? Tumevara. Also, da ich diese Sache hier nicht verkoste, werde ich mich nicht näher darauf eingehen. Es geht nur um einen Whisky als Vergleich. Eine 10 Jahre alte Irish Whisky. Das hat Bourbon und Sherry Fass. Das hat Bourbon und Calvados Fässern. So. 85 € momentan online. Wahrscheinlich war es früher bei 40 €, wenn man so will. Hier war ich bei, glaube ich, auch 65 €, wenn ich es nochmal im Sinn habe. Müsste ich auf meine Liste schauen, mache ich aber jetzt hier nicht. Ich kriege grüne Äpfel, die noch nicht reif sind. Also wenn er die Fässern selbst ausgesucht hat, hat er entweder schlechten Fässer zum Auswahl oder er wollte immer noch sein Irish Cream hier mitmachen. Ich krieg Holz, ich krieg Bitter, ich krieg ein bisschen nicht so gut. So, jetzt Jack Ryan, 10 Jahre alt. Oh, ich kriege Calvados, ich kriege hier Apfelbrandy. Oh, wow. Also, das ist schon krass anders. Gefällt mir. Oh, und hinten ist ein bisschen Vanille, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Holz. Also, nice. Also, auch farblich, muss ich schon sagen. Wiederum mein Zettelchen hier reinholen. Also, eigentlich könnt ihr hier schon ein bisschen erkennen, oder zumindest ich glaube, erkennen zu können, dass das ein bisschen dunkler ist als das, ein bisschen heller, obwohl es in Sherryfässern irgendwie eine Reifung bekommen hatte. Naja, also. Ich habe echt, wow, also ich bin ein bisschen enttäuscht davon. Auch hier bin ich noch nicht so gut.
Ist das dreifach destilliert oder nicht? Ach, ich lese heute nicht. Ich werde einfach probieren und erzählen und es geht weiter. Wow. So einen schlechten Irish Whisky habe ich lange nicht mehr gehabt. Aber es gab doch ein Whisky mal, der sehr schlecht war. Wir packen das hier weg. Also, Sampleflaschen, wer will, kann gerne whiskyjason@gmail.com. Ich werde hier eine meiner schlechtesten Irish Whiskys jemals rausfischen, denn die Flasche ist fast leer. Und das ist Dunhill's Three Crowns. Das Zeug war mal grässlich. Ich habe noch so viel in der Flasche ungefähr. Neulich hat irgendjemand Sample abgekauft wieder, weil das auf meiner Liste steht. Und ich wette mit euch, dass die irgendwie ähnlich sind. Auch ich glaube, Martin war dankbar, da 5 Jahre wegzukriegen von dem Zeug her, weil es einfach grässlich ist. Lass uns sehen. Ah, der ist sogar fast besser. Oh, der ist da ist diese hässliche Holzbirkennote, dieses Fehlnote, diese. Es kippt schon um in eine furchtbaren Fässer, die schon 3, 4 Mal benutzt wurden. Und da. Also, Patrick Brogan, was hast du dir ausgesagt? Selbst ausgewählte Fässern. Leidest hast du darunter, hast du eine Erkältung gehabt, als du die Dinge ausgesucht hast? Also, nochmal hier mein Dunhill Three Crowns. Bitter. Wow. Da ist schon schlechtes Zeug hier. 43,6%. Ganz komische Sache. Eine Wiederaufbelebung von einer Marke. Also der Dunhill, 14 Jahre alte, XR heißt das, ist sowas von lecker. Ja, also nur The Three Crowns, Achtung, Achtung. Dunhill an sich gut, Three Crowns schlecht. Nun ein letztes Mal The Brogan's Legacy, 10 Jahre alt. Bisschen von Babykotze auch dabei. Und wenn ich ganz, ganz fies wäre, von der anderen Ende auf und eine Windel wäre auch ein bisschen was drin. Boah. Also, ich tue mir das nur so an, damit ich ein kleines bisschen Wasser da reintun kann. Und dann werde ich einfach meine Frage des Tages stellen. So, also es war schon bei 40%, habe ich vergessen. Ups. Er wird nicht besser. Der Bodensee-Whisky, den ich damals hatte, war schlimmer, aber der ist fast in der gleichen Kategorie davon. Fünf. Lange her, seit ich einen 5 hatte. Das stimmt nicht. Ich habe hier vor Wochen dieses, was war das jetzt hier? Black Maple Hill Oregon Rye gehabt, wo ich keine Note gegeben habe. Wow. Also, Preis-Leistung, ich habe bisschen was dafür bezahlt sogar. Ach, auch ein 5. Frage des Tages. Erlöse mich von dem Leiden hier, Jason. Also, meine Frage des Tages ist, und werde ich meinen Mund auswaschen. Welche Whisky, im Besonders aus Irland oder Schottland, fandet ihr grässlich? Nun, ich will nichts vom Japan hören. Ja, am besten würde ich sagen, was ist der schlechteste Irish Whisky, den ihr jemals im Glas hattet? Und da kann ich einfach mal sagen, ich glaube, der Dunhill Three Crowns kommt ganz nah dran an allem, was ich bisher hatte. Der Brogan's Legacy ist vielleicht sogar ein Tick schlechter. Ach. Naja, was ist euer schlechtester Irish Whisky? Wenn du kein Irish Whisky bisher hattest, der schlecht war, dann schreib einfach einen Scotch. Und wenn du immer noch keins hast, dann schreib einfach irgendwas anderes. So ist das.
Gut, liken, sorry Leute, habe ich nicht gewusst. Abonnieren, yay, meistens gibt gute Whiskys hier bei Whiskey Jason. Und dann auf meine Sample-Liste schauen, das landet in meiner Sample-Liste, garantiert. Auch davon könnt ihr gerne euch selbst überzeugen, dann ist die Flasche endlich mal weg. Da gibt es noch so viel drin, also ungefähr 10 cl, würde gerne weggehen. Also ich möchte ungern ausschenken oder auskippen. Schlimmfalls tue ich das. Und dann auf Amazon irgendwas anders haben. Das Klicken, irgendwas anders nehmen, das hilft. So, jeden Tag 17.30 Uhr kommen meine Videos raus. Jeden Sonntagabend um 21 Uhr mein Livestream. Vielen Dank, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute extrem enttäuscht. Boo, Brogan's Legacy. Dein Vermächtnis hat mir nicht geschmeckt. Bye, bye.